Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum ersten offiziellen Let's Play von SimCity 5. Ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert und möchte euch mal ein paar neue Mods vorstellen und würde gerne SimCity mal wieder auferleben lassen. Ich denke mal, viele werden wahrscheinlich denken, oh mein Gott, bitte nicht SimCity. Ich denke schon. Sicherlich gibt es, wie bereits bekannt ist, einen ernstzunehmenden großen Konkurrenten, und zwar Cities. Aber ich denke, dass City oder beziehungsweise Cities ohne SimCity gar nicht möglich gewesen ist. Und ich würde euch einladen, SimCity wieder ein bisschen auferleben zu lassen und das Spiel nochmal zu spielen. Ich denke mal, die Mod ist ganz interessant. Inzwischen gibt es, wie gesagt, U-Bahn, größere Karten etc. Ist zwar alles noch ein bisschen mit Problemen verbunden, es funktioniert alles noch nicht so reibungslos. Aber wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Also wie gesagt, ich habe hier mal eine kleine Region erstellt, wo ich das Ganze mit der neuen Mod so ein bisschen mal zum Eskalieren gebracht habe. Und ihr seht 3,6 Millionen Einwohner. Das ist, ich glaube, das hier, das war die größte Stadt, genau, mit 3,3 Millionen Einwohnern. Aber wie gesagt, darauf gehe ich später nochmal ein. Wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück. Muss ich mal schauen. Ne, ich wollte keinen... Was habe ich denn jetzt gemacht? Machen wir das so. Genau, richtig. Ne, wollte ich auch nicht. So, da haben wir es, genau. Starten wir einfach mal eine neue Region, eine neue Stadt, und dann werde ich euch nach und nach mal so die Änderungen und so vorstellen. Genau, richtig. Ich finde es wirklich schade, aber so, man hat dort tatsächlich verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann, und auch die Geschichte irgendwie, dass es noch ein SimCity 6 geben wird, glaube ich nicht, da die Entwicklungsabteilung so weit reduziert wurde, dass das schon fast nicht mehr möglich ist. Ich denke mal, die hatten wirklich so viele Leute gehabt, und dass die tatsächlich die Fehler irgendwie mit den kleinen Karten und so irgendwie, das ist eine Sache, die geht überhaupt nicht. Kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, das Ganze, warum es jetzt so ist, wie es ist, aber ich glaube, das war's gewesen. Deshalb gerade drum würde ich gerne SimCity nochmal auferstehen lassen und das Spiel nochmal spielen mit euch, euch die Änderungen, sowas alles ein bisschen zeigen. Nebenbei möchte ich aber sagen, natürlich werde ich auch auf Cities eingehen, also City Skylines insbesondere. Ich bin gerade so ein bisschen dabei und mache mich so ein bisschen mit dem Spiel vertraut. Und wie gesagt, das wird in Kürze, ich denke mal, gibt mir noch 2-3 Wochen. Muss das gucken, wie ich das alles nebenbei irgendwie noch schaffe. Und dann mache ich da auch, wie gesagt, Let's Plays so. Jetzt fangen wir erstmal an, wie gesagt, eine neue Stadt, was auch ganz toll ist. Also ihr seht schon, wir gucken das mit dem Rauszoomen hier, also das geht. Das ist der Vorführeffekt hier wieder. So, genau, richtig. Also man kann weiter reinzoomen und auch deutlich weiter rauszoomen. Ja, das ist natürlich hier so eine Geschichte. Also ich sehe auf jeden Fall, dass die Karte deutlich größer geworden ist. Das Problem ist tatsächlich, es lässt sich nicht komplett bebauen. Man kann das nur zu zwei Seiten hinweg bebauen. Aber wie gesagt, da gehen wir ganz in Ruhe drauf ein. Jetzt wollen wir erstmal eine kleine Stadt hier starten. Schauen wir mal, wo wir den Anfang machen. Ja. Ich glaube, das hier hinten bietet sich ganz gut an, wenn das hier geht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil das Problem ist tatsächlich, dass man nicht das Ganze irgendwie komplett bebauen kann. Machen wir das Ganze mal auf Stopp. Fangen wir mit kleinen Straßen an. Dann wird das Budget hier nicht überschritten, oder? Ja. Doch, fangen wir mit den kleinen Straßen hier an. So. Das ist natürlich alles überhaupt nicht gerade. Aber das ist erstmal egal. So, wir wollen die Stadt natürlich erstmal ein bisschen zum Laufen kriegen. Wie gesagt, jetzt dieses Quadrate bauen und so, das ist so eine alte SimCity-Krankheit. Ich weiß natürlich auch, dass man Kurven und so bauen kann. Das machen wir auch alles. Jetzt wollen wir erstmal eine kleine Stadt irgendwie errichten und das Ganze wirtschaftlich zum Laufen. Oha, ist doch alles sehr, sehr teuer. Wir müssen ja noch ein Kraftwerk bauen. Wasserversorgung müssen wir natürlich auch noch regeln. Ich würde sagen, wir setzen hier erstmal ein kleines Kraftwerk hin. Ich setze immer gerne auf Kohlekraftwerke, aber das geht noch nicht. Hahaha, das ist natürlich witzig. So, was haben wir denn hier? Kohlekraftwerk. Verbindung zur Autobahn. Genau, da geht das Ganze schon los. Wir haben theoretisch eine Verbindung zur Autobahn.
Theoretisch. Das verstehe ich jetzt nicht, warum er mir das nicht frei. Ah, jetzt hat das. Wunderbar. Stadtgründung genehmigt. Jetzt kann ich auch das Kraftwerk bauen. Es kostet 16.000. Machen wir das mal. Bauen wir das mal direkt hier hin. So, jetzt sind wir schon fast wieder pleite. Jetzt kümmere ich mich noch schnell. Ich baue erstmal hier so einen kleinen Wasserturm. Das reicht erstmal für den Anfang. Ich will erstmal, wie gesagt, ein paar Wohngebiete bauen und Industrie. Industrie bringt uns, wie gesagt, relativ hohe Einnahmen. So, weisen wir erstmal ein Wohngebiet aus. Jo. Wunderbar. Ach, das ist ja manchmal mit der Gebiet, mit dem Gebiete ausweisen. Das ist ja manchmal echt eine Katastrophe. So, hier geht das schon ein bisschen flüssiger. Perfekt. So, die Industrie mache ich ein ganz kleines Stückchen weiter weg. Ist tatsächlich, die Straßen sind sehr, sehr teuer. Industrie setzen wir mal. Oh. Na, ein bisschen Geld haben wir noch. Ja, ich weiß, dass wir gleich bankrott sind. Jetzt die Frage, ob wir das noch hinkriegen. Na, das passt noch. So, weisen wir mal Industrie aus. Also wie gesagt, das bleibt nicht so, wie es ist. Ne? Also, ist jetzt erstmal nur, um den Anfang zu überleben, ohne gleich Kredite aufnehmen zu müssen. Auf Polizei und sowas verzichten wir erstmal alles. Das brauchen wir erstmal nicht. Das ist nicht so relevant. Wichtig ist das tatsächlich Strom- und Wasserversorgung. Das Praktische hierzu ist tatsächlich im Vergleich zu den alten SimCities irgendwie, dass man keine Leitung oder so mehr verlegen muss. Das ist das, wo ich jetzt gerade ein bisschen durcheinander gekommen bin. Jetzt hätte ich fast Wasserleitung verlegt, aber das brauche ich ja gar nicht machen. Also mal schauen, Abwasser. Das ist tatsächlich auch eine Geschichte, die ich sofort angehen muss. Weil sonst geht das hier nicht weiter. Die setzen wir mal. Wo setzen wir die hin? Ja, die ist im Industrie. Ist natürlich hier mit dem Wasser im Industriegebiet, das ist ein bisschen suboptimal. Aber das ist erstmal ist das völlig scheißegal. Wir wollen erstmal eine kleine Stadt irgendwie haben, die nicht sofort bankrott ist. Ich würde sagen, ich lasse das mal laufen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ah, nee. Lassen das Ganze mal relativ schnell laufen. Hoffe, dass das noch passt, ohne dass ich einen Kredit aufnehmen muss. Ich nehme ungern Kredite auf. Jetzt schauen wir mal, jetzt entwickeln sich, wie gesagt, die ersten Wohngebiete. Was natürlich auch ganz wichtig ist, damit die Kraftwerke und sowas hier und das alles läuft, muss ich Wohngebiete haben, die in den Kraftwerken und hier drüben und hier arbeiten. So, das werde ich natürlich sofort aktivieren, damit uns die Kohle nicht ausgeht. So, nochmal auf weiter und schauen mal, ob das alles noch passt hier. So, 114 Einwohner, das sieht schon mal ganz gut aus. Das Kraftwerk, ja, es läuft, es qualmt wunderbar, das gefällt mir doch. Das ist auch schön, dass man jetzt, wie gesagt, hier so schön reinzoomen kann. Das gefällt mir wirklich wunderbar. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ja, und dann entwickeln sich hier die ersten Wohngebiete. Die Industrie, die boomt. Das sieht doch super aus. Und wir haben es geschafft. Ohne Kredit aufzunehmen, sind wir schon im Plus. Ja, liebe Freunde, das war der erste Teil. Ich danke euch fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!